Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal hier in diesem Dr. Kirks Geheimlabor da hinter der Tür. Und wir haben da gesehen, wie da irgendein Experiment gelaufen ist und haben Dr. Kirks persönlichen Rechner gesehen. Sah sehr stylisch aus und ja, es ist jetzt allerdings so, dass Kirk uns hier eingesperrt hat. Ja, Gail sitzt hier, tippelt rum und versucht rauszufinden, wie man hier rauskommt. Ich weiß, wie man hier rauskommt, und zwar hier. Dieses Rätsel, liebe Leute. Möchten Sie das Bedienfeld benutzen? Jawohl, das ist nämlich für das Schloss, liebe Leute. Und ihr seht, ein Puzzle. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen einfach nur das Sample, was ihr unten seht, müssen wir diese Dinger nach und nacheinander reintun, quasi unten. Und ja, ich glaube, ich habe die Kombination auch schon, ne? Weil das, die Linie, die müssen quasi da unten links das überschreiben. Und die Linien, die werden halt überschrieben. Ich glaube, ich habe es sogar schon, oder? Nee, habe ich nicht. Okay. Dann war es so rum, vielleicht? Ich glaube, das ist es schon, Leute. Das ist es schon. Zack. Das ging schnell. Emergency Lockdown. Lockdown. Ja, toll. Ja, gut. We'd better get moving. We bypassed the door lock and we're on our way out. That's great. But the entire underground area is crawling with dinosaurs. You'll never be able to make it through there. Don't sweat it. I'll take them all out one by one if I have to. Brilliant plan, fearless leader, but I have a better one. These readouts tell me there's an emergency escape hatch in the dock's private quarters. You should be able to make a clean break through there. Are you sure? Yeah. But there's one problem. The hatch is password locked through the mother system. Forget it. If you can't crack the code before the dinosaurs rush in, we'll be completely trapped. I know. You just have to trust me. I don't. Fine. What about you, Regina? Make your choice. Oh, yeah. Liebe Leute, ich muss ja gerade eben da erstmal schmunzeln beim Wort Lockdown. Ne? Naja, gut, Leute. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen mit Gale, durchbrechen und sich aufs eigene Geschick verlassen. Oder Ricks Strategie mit Rick rechnen und durch die Luke entkommen. Es ist ja so, wir haben ja keine Muni mehr, ne? Deswegen bin ich jetzt echt tatsächlich geneigt, Rick zu nehmen, weil Gale ist Dinosplätten, aber wir haben keine Muni mehr. Deshalb bringt das nichts. Deshalb würde ich sagen, machen wir das Rätsel mit Gale. Das ist jetzt nämlich... Na, da komme ich gleich drauf. Das ist ein Rätsel, Leute. Gale ist ein... Rick ist ein Rätsel. Rick ist immer ein Rätsel. Rick ist mir sowieso ein Rätsel, doch. Na gut. Okay. Wir müssen an Dr. Kirks persönlichen PC, der war hier. Oh, die Mucke, Leute. Die Mucke geht ab hier. Genau, hier, diese Notluke, Leute. Die müssen wir jetzt bedienen. Genau, der Rechner. Du kannst die Notluke mit diesem Computerterminal entriegeln. Willst du das tun? Ja. Okay, Leute. Na toll. Genau, Leute. Wir müssen uns Buchstaben merken. D. D. Das ist das Rätsel hier, Leute. C. Ich schreibe mir das gerade auf dem Handy ab. Ich kann mir sowas nicht merken. D. B. Okay. Ja gut, das hätte ich mir noch merken können. Und dann müssen wir jetzt halt diesen Code hier mit eingeben, der gerade eingezeigt wurde. Und die Musik, die macht mich gerade ein bisschen wibbelig. So, was habe ich mir aufgeschrieben? D. D. C. D. B.
So, Leute. Das ist der erste Code. Oder? Ja, sehr schön. Okay, weiter geht's. Der nächste Code. Oh Mann. C. E. D, okay. E. C, D. C, D. Pff. Nee, ich schreib's mir lieber auf, komm. C, D, B. B. Okay. Also das ist ja eigentlich die Buchstaben ausgeschrieben. C, E. So wie C. D. B. Und dann nochmal ein B. Sollte doch stimmen soweit. Haben wir's? Yes, sehr schön. Okay. Zwei Rätsel hintereinander hier, Leute. Letzter Code. Oh mein Gott. Oh mein Gott. E, okay, jetzt ändert sich das. D, okay. Da muss man jetzt echt ein schnelles Auge haben. A. E. Gott, wenn ich nicht zu schreiben hätte, E. E. D, okay. Ups. B. Boah. E, wie soll man sich so einen Code merken, ey? So, was habe ich hier? E. D. A. Zweimal E. D. B. E. Das sind zwei so... Oh Mann. Bitte sei richtig, ey. Oh, Gott sei Dank. Sehr schön, Leute. Schon mal geübt. Nein, ich hab's mir aufgeschrieben, Rick. Na ja, gut. Notlog benutzen? Ja. Geh bitte rein. So. Geh bitte hier rein, ey. Oh. Ausführungsraum B1. Schaut mal, wo wir sind. Hold it. Ach, nein. Dr. Kirk, we've come to help. We're representatives from your nation's government. My nation? I'm touched. And what do you government agents want with me? Shut up. You're coming with us if I have to knock you out and drag you back myself. Well, according to the government, I'm officially deceased, correct? That's the way you want it. I'd be more than happy to oblige. So what'll it be, genius? Relax, agent. My study is nearing its final stages. Magnificent, isn't it? But I can't leave before I've analyzed the final results. I don't give spit about your results. I'm taking you back under orders, so shut up and follow me. Regina, locate the communication facility and call in the extraction chopper. You can't do this! I have rights! According to command, you're government property, pal. I suggest you take it up with them. No! They can't do this to me! They deserted me 3 years ago and now they want me back? This is preposterous! Shut up. Then shoot me, you idiot, you lazy flat-top jar-headed... Shut up. Where's the communication room? I need a card to access that elevator. I know you've got one. Hand it over, Doc. Fine. Set then. I'll meet you at the heliport. Hey, wait, where are you going? I have a little unfinished business to take care of. I'll drop this guy off with Rick. Now get moving. Unfinished business? Kleinigkeit zu erledigen also. Okay. Interessant, lieber Rick. Ach, Gail. Ach, der gute alte Gail. Den muss man doch einfach mögen, oder? Der böse Typi. Oh Mann. Der taffe
Der taffe Regierungsagent hier. Ja gut, Leute. Wir haben noch Pfeile. Warte mal. Warum habe ich die Pfeile denn nicht gemixt? Nee, wartet mal. Pfeile S plus plus mit... Hä? Ach so, nee, geht ja nicht wegen Wiederbeleber. Okay. Ja, Leute, wir haben Dr. Kirk gesehen. Er will abhauen. Der will allerdings noch ein paar Studien da machen. Bevor er abhaut, aber er zeigt sich nicht gerade sehr kooperativ. Ja, die Regierung hat ihn halt versterben lassen, ne? Und beziehungsweise als für tot erklärt, obwohl er noch am Leben ist. Und jetzt will die Regierung auf einmal wieder, dass er in ihre Dienste tritt. Ja, ist echt merkwürdig. Kann ich auch verstehen. Und hier ist natürlich jetzt wieder... Jetzt rennt hier wieder ein Ding rum, ey. Ist doch nicht wahr. Mein Gott. Drecksvieh. 5 Schuss. Oh, schaut euch das an, Leute. Boah, die Mucke. Boah, die Mucke. Schaut euch das an. 5 Schuss von der krassen Wumme und S&W-Patronen. Schon ordentlich, ja. Und die Pistole sieht auch mittlerweile mächtiger aus, muss ich sagen. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, wir müssen zurück in die Steuerzentrale. Machen wir das mal. Halle B1. Boah, wir müssen also zum Heliport. Schau mal da, jetzt ist das auf einmal offen. Auch interessant. Wahrscheinlich wegen dem Schlosssystem, ne? Gut, Leute, dann müssen wir ja hier lang. Und ja, Leute, es wird interessant. Also wir wollen hier raus, haben Kirk eingefangen und können jetzt nur noch über den Heliport raus. Stopp. Leute, erinnert ihr euch? Wir haben doch hier diesen kleinen Schlüssel aufgesammelt, genau. Dieser kleine Schlüssel vom letzten Mal, von der Leiche da in der Gaskammer. Dieser kleine Schlüssel muss hier benutzt werden. Och, und wieder meine Lieblingsmusik. Da bin ich zum Glück nicht der Einzige, der die gut findet. So, liebe Leute. So. Hier sind ja 2 Notfallkisten. Beide Notfallkoffer sind mit winzigen Schlössern versehen. Wir haben aber beim vorletzten Mal einen kleinen Schlüssel gefunden. Jetzt kann ich mir einen Notfallkoffer aussuchen, Leute. Ich weiß nicht, was in den beiden drin ist. Deshalb habe ich jetzt mal ein Safe-Set gemacht. Und, ja, nehme ich erstmal den linken. Notfallkoffer geöffnet. Wiederbeleber. Yep. Das habe ich mir erhofft. Medizin M. Oh mein Gott. Ich konnte doch beide aufmachen. Aha, okay, ich konnte doch beide öffnen. Aber, oh geil. Ah, oh, diese Mucke, ey, die... Da beruhigt man sich doch direkt wieder. So, Pfeile S++, gib mir den Giftpfeil. Komm. Ich habe nur einen Giftpfeil. Oh, Leute, nur 10 S&W-Patronen. Wartet mal, ich kann auch die Betäubung... Kann ich doch mit den Pfeilen mischen. 4 Pfeile S++, ja. Yep. Leute. Benutzt die Medizin? Kann ich nicht. Das heißt, ich bin voll geheilt. Okay. Wunderbar. Liebe Leute, dann haben wir dieses Secret auch mitgenommen. Und da würde ich sagen, müssen wir leider wieder hier raus. Natürlich wieder ein Soundbug. Danke. Danke. Aber die Musik, die ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Gut, Leute, dann müssen wir wieder hier hoch. 1F, genau. Steuerzentrale. Wieder mal. Wie oft wir hier schon waren. Ey, das ist ja wohl echt heftig. Gut, Leute. Ich habe schon eine Befürchtung, was da jetzt gleich kommt. Oh Mann. Okay. Leute, wir haben ja die ID-Karte vom Kirk gekriegt. Rick ist weg. Wo ist denn Rick jetzt hin? Warum ist er nicht mehr hier? Ach so, ja, auf dem Weg zum Hubschrauber. Okay, ja. Hm?
Wir haben die ID-Karte benutzt, liebe Leute. Dann können wir jetzt auch in diesen Aufzug hier hoch. Ja, da ist ein Knopf. Willst du ihn drücken? Nein. Doch, klar. Wozu soll ich sonst hier reingehen, ey? Leute, Leute. Boah, schnelllebige Folge bis hierhin. Funkraum. Neuer Bereich hier. Oh je. Wo bin ich jetzt gelandet? Oh Mann, in dem Bereich da draußen. Oh shit. Ah, Mist. Ich hab Schiss. Seht euch das an. Wir kriegen hier 00 Schrotpatronen. Ich glaube, wir werden hier auf etwas vorbereitet. Ich will euch ja nicht spoilern, aber ich glaube, es ist so. So, was haben wir hier? Das elektrische Feld ist instabil. Vielleicht ist die Antenne die Ursache des Problems. Antenne. Okay, was haben wir hier? Ist da irgendein Schrank oder so? Die Antenne also. Da ist ein PC. Ist auch nichts. Was ist das hier? Ah, das ist eine Munikiste. Oh ja. Ein Sticker. Oh, nice. Nice, Leute. Richtig nice. So, wartet. Ach, was mache ich denn? Sort. SG-Patrone. Oh, wunderbar. Guck mal da, Leute. Multipler. Multipler, das ist so eine Sache, das kann ein Item, zum Beispiel diese Medizin M, kann der verdoppeln. Nehme ich mir mal mit. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Mache ich mal den Multipler mit Medizin M. Dann kriegen wir nämlich einfach 2. Genau. In die volle Kraft zurück. Das kann man nehmen, wenn man mal nicht blutet, aber Regen. Ach, Regina. Ja. Halb kaputt ist sozusagen. Okay, was haben wir hier? Auf dem Kasten steht das folgende. Antennenschlüssel nur im Notfall benutzen. Antennenschlüssel. Aha. Antennenschlüssel. Ein Startschlüssel in Form einer Karte. Okay, Antennenschlüssel. Karte zur Aktivierung der Antenne. Ah, Leute. Das heißt, wir müssen hier raus und oben in diesen Antennenraum, wo wir ganz am Anfang mal waren, als wir das erste Mal hier reingekommen sind. Ja, da müssen wir jetzt hin. Siehe da, das Schloss ist offen. Man kann nochmal speichern. Oh, oh, oh. Durchgangs- und Kommunikationsbereich. Und jetzt sind wir hier. Ihr erinnert euch? Dieser lange Gang? Oh Gott, oh Gott. Dieser scheiß lange Gang, ey. Ich hab so ein ungutes Gefühl bei der Sache. Na gut. Gehen wir hier rein in diesen Antennenraum. Komm, Regina. So. Gut. Kommunikationsantennenraum. Hier. Hier, Leute. Dort ist das Schloss für den Antennenschlüssel. Genau den haben wir doch hier. Und zack. Sehr schön. Geil. Der Aktivierungsschlüssel wurde benutzt. Vorbereitungen für Antennenbenutzung abgeschlossen. Aha. Wir können funken. Zu unserem Heli-Menschen. Sehr schön. Kontaktaufnahme hier. Boah, was eine Antenne, Leute. Was eine Antenne. Das schaltet wieder an. Ja, okay. Was eine Antenne. Mit der sollten wir schon weit genug kommen. Gut, Leute. Ich würde sagen, gehen wir wieder zurück. Durchgang zum Kommunikationsbereich. Alles klar. Was? Oh nein. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Regina, what happened? Oh Mann. Oh Gott.
Ach du Scheiße! Oh, ich wusste, dass da sowas kommt. Ich wusste es einfach. Okay, lauf um Gottes Willen. Oh, deswegen der lange Bereich hier. Oh, verdammt nochmal. Oh. So, jetzt muss ich nämlich einfach... und schieße ihn ab. Die schießt nicht. So, jetzt. Oh. Blöder T-Rex, Alter. Boah, Leute. Halt ihn fern. Die Tür ist nämlich zu. Oh, Gott sei Dank. Boah. Oh Gott. Was ein Stress, ey. Was? Oh Gott. Oh Mann. Okay. Boah. Entire island's a bloodbath. The only survivor not on the team is the doctor. I'll give you the details later. Just get back here and pick us up ASAP. Roger, I'm on my way. Boah, Leute. Oh, noch eine Cutscene. What's the situation? The chopper's on its way here. Great. Don't waste any time. And remember, use the main entrance to get to the heliport. Okay. Boah, noch mehr Hektik. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Boah, diese Szene da gerade eben mit dem T-Rex. Ich hatte es noch in Erinnerung gehabt, aber nicht, dass es so krass war. Oh Mann. Gut, Leute, ich glaube, Regina muss sich mal heilen. Ja. Oh mein Gott, Leute, wir müssen... Ach du Scheiße. Okay, wir haben den T-Rex erledigt. Beziehungsweise daran gehindert, uns zu fressen. Und ja, jetzt müssen wir wieder runter und raus in den Heliport. Oh mein Gott. Und die Mucke ist auch nicht gerade ruhig, muss ich sagen. Oh Mann. Okay, Steuerzentrale. Okay, Leute, ihr seht, wir müssen da oben hin. Vor die Haupthalle. Okay, Leute, oh mein Gott. Das versetzt mich gerade wieder echt in Hektik. Oh Mann. Okay, Regina, schnell, 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 schnell. So. Selbst hier hört die Musik jetzt nicht auf. Oh mein Gott. Okay, Leute, hier ist das Blutbad. Ja, die ganze Insel ist ein Blutbad, das stimmt. Hier ist kein Dino mehr. Sehr gut, Leute. Alles klar. Dann raus hier. Wir wollen nämlich abhauen hier, so schnell wie möglich. Hier, Leute. Raus hier. Was? Was, 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 was? Ein militärisches Symbol. Okay, ist egal. Leute. Vorderer Eingang. Los, schnell. Ah, das war derbe. Oh. Oh, was kommt jetzt? Ui. Unsere fliegenden Freunde. Unsere fliegenden Freunde, ja. Super. Hallo. Du bist toll, ne? Toller Pteranodon. Braver Pteranodon. So, wo ist er? Wo ist der? Da ist er. Das sind zwei. Oh mein Gott. Soll ich die echt platt machen? Ich weiß es nicht, ey. Was? Der fliegt weiter einfach? Der fliegt einfach weiter? Okay, nö. Dann, dann lasse ich die leben. Komm, dann ist egal. Die halten mehr als einen Schuss aus. So, Leute, hier konnten wir bis jetzt nicht rein. Zugang zum Heliport. Jetzt können wir hier rein. Oh mein Gott. Keine Muni. SG-Patrone, doch. Okay. Gut, Leute. Ich höre hier was. Oh Gott. Oh Gott. Kommt der aus dem Zaun rausgesprungen. Meine Fresse, ey. Boah. Jetzt geh doch sterben. Du bist immer noch nicht tot. Ah doch, jetzt. Boah. Da hab ich mich gerade erschrocken, ey. Komm da hier aus dem Dings raus, dem Zaun raus. Schaut mal da, Leute. Guck mal, wo wir sind. Außerhalb. So, Leute. Weiter geht's.
dann haben wir es ja erledigt, ne? Langer Gang. Boah! Oh! Ey! Ey, ey, ey! Oh! Bleib liegen, du Penner! Oh! Was ein Biest! So, Pistole. So, ich hab genug Money hier. Mann! Boah. Die wollen uns nicht rauslassen, ne? Ja, ja. Ich merke das schon. gut. Hier lang. Ist das hier eine Tür? Ist abgeschlossen. Okay. Was? Was? Durchgang zum Heliport. Nur Notfall benutzen. Ja, Leute, das ist ein Notfall. Ja, gut. Dann müssen wir in die kleine Tür hier rein. Flugzeughangar. Gut, liebe Leute. Oha. Ich sehe gerade, die Folge ist schon voll. Okay. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, ja, wie es hier weitergeht, ist sehr spannend. Sehen wir beim nächsten Mal. Dann ist diese hektische Folge auch jetzt vorbei. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen, lasst die Glocke läuten. Erzählt es gerne weiter. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ja? Tschüss.